Alexander Ibisevic. Ich rufe seine Gegner in die rote Ringecke. Manuel Dolesci. Manuel Dolesci. Erste Runde im letzten Kampf im Amateurboxen am heutigen Abend. Schöner Treffer von Ibisevic. Ibisevic wechselt hier die Auslage, habe ich gerade gesehen. War kurz ist in der Rechtsauslage. Wilder Schwinger. Den hat man kommen sehen. Ah, Wilder Schwinger wieder. Also mit dem wieder nichts treffen heute. Ibisevic. Also Schlaghand gerade im Ziel von Ibisevic. Die hat er getroffen. Jetzt wieder im Ziel. Zweimal die Schlaghand. Einmal etwas geflogen und dann nachgesetzt. Wieder fast schon ein Superman-Punch. Das ist Boxen und kein MMA. Beide können die Distanz auf jeden Fall noch nicht so gut einschätzen. Das sieht man klar. Springt da hinein. Ibisevic im Clinch jetzt kurz noch 2 Sekunden. Und vorbei. Schön gekontert, muss man sagen. Ibisevic hat er gut gemacht. Erste Runde für mich bei Ibisevic. Aber etwas kontrollierter Boxen, wo hier total eifrig ist, aber teilweise auch unkontrolliert. Die wilden Schwinger sollte auf jeden Fall überdenken und daran arbeiten.
Ja, jetzt im Ziel von Dulaiji. Und weiter geht's. Anfangsrufe von Manuel Dulaiji, seiner Fankampagne. Jetzt Uppercut im Ziel, aber wieder nicht gut getroffen mit der Schlagart. Jetzt muss er nachsetzen, er muss nachsetzen. Er muss nachsetzen, die Ibisevic angeschlagen, die hat er gespürt, den Uppercut. Muss jetzt nachsetzen. Sekunden noch in der zweiten Runde. Wieder im Ziel. 6 Sekunden noch. Er bringt sie noch einmal zusammen, der Ringrichter. Und vorbei. Diese Runde für mich auf jeden Fall bei Manuel Dulaiji. Das heißt 1:1 innerhalb von Runden. Boah, ja, schön. Da hat man das Kinn wirklich zittern sehen. Schöner Schlag von Manuel. Er dreht sich immer weg. Macht er nicht schlecht, Ibisevic. Er dreht sich weg. Dritte Runde. Die wird jetzt alles entscheiden. Das wissen wir. Wieder gut im Ziel von Dulaiji, der jetzt mehr will. Er will mehr, er will den Sieg. Denke, Ibisevic ist angeschlagen, er wirkt müde. Das kann jetzt wirklich die Chance sein für Dulaiji. Punkteabzug, glaube ich, war das jetzt gerade. Für den Kopf. Wenn ich es richtig gesehen habe vom Punkterichter. Denke, ist am Boden. War auch ein Knockdown. Er hat ihn wirklich in die Knie gezwungen. Einfach eine... Totaler Schlagabtausch jetzt. Kräfteakt von Dulaiji. Will hier den K.O. Will ihn K.O. Will ihn K.O. Wieder Uppercut im Ziel, wieder Uppercut im Ziel. Und ich denke, das soll es jetzt gleich gewesen sein. Er hat nur noch 10 Sekunden und wieder am Boden. Mit dem Knockdown geht's in die
Beendung des Kampfes. Er wird noch angezählt, er wird noch angezählt. Und jetzt wird in die Ringecken gebeten. Das heißt, der Gong kann das Zählen nicht unterbrechen. Er wird nicht gerettet. Wird trotzdem angezählt. Manuel Tulaichi, verdienter Gewinner, er wollte es einfach mehr. Erste Runde verloren, letzten zwei auf jeden Fall, wie sich entscheiden können. Wir gehen in eine 15-minütige Pause, meine lieben Herren und Herrschaften, und freuen sich dann auf den ersten Profikampf. Bis später. Beginnen wir mit unserem Profiteil. Dankeschön.